haben wir schon die nächste Batterie. Eine ist leer, eine neue ist da, das ist gut. Weiß ich, wohin die Musik? Wo ist das Licht? Das Licht ausgemacht. Soll ich da unten umgucken oder eher weniger? Oh, da liegt was zu lesen. Puh, Alter. Kurze Einführung in die Wollweider Mythologie für den Betreuerstab vom MRD, Murkoff Corp. Hinweis, nur für unterstützende schriftliche Zwecke, nicht für direkte Kontakt mit Patienten während oder nach der Therapie geeignet. Der Wollweider, auch als Alp, Mara oder Schrat bekannt, ist eine dämonische Kreatur deutschen Ursprungs, welche die Schlafenden heimsucht. Sie kriecht auf die Brust der Schlafenden und passt die Luft aus ihren presst. Sie kriecht auf die Brust der Schlafenden und presst die Luft aus ihnen heraus. Die Schläfer wachen erschrocken, paralysiert und nach Luft dringend auf. Der Name Mara lässt auf Mar oder Nachtmar schließen. Sexuelle Übergriffe des Dämons sind selten, aber er soll Milch aus den Brüsten der schlafenden Frauen und Blut aus den Brustwarzen der schlafenden Männer trinken. Was ist denn das für ein ekelhaft... Ja, das war jetzt aber nicht geplant. Scheiße, jetzt ist die Batterie weg. Gott steh mir bei. Ich glaube, ich habe den Wallrider gesehen. Ja, gut. Ich gucke mir jetzt oben um. Wir sollen ja nach oben. Okay, wir müssen unten lang. Na, ich wollte doch zoomen. Sorry, das war jetzt vierter gewesen. Die Leute sehen wieder lecker aus. Diese Geräuschkulisse, Alter, die ist der Hammer. Weil du konzentrierst dich jetzt nur auf die Geräuschkulisse. Okay, da ist zu. Nein, nicht mein Baby, oh Gott. Die Batterie doch, wenn ich die ganze Zeit drauf halte. Okay, das war alles, wär's mir nicht zu sagen. Hier war doch ein riesen fetter Wendsein. Halt's Maul. Okay, also hier muss ich hin, damit ich nach oben komme. Alter, ich kriege eine mega Gänsehaut, Alter. Das Spiel fuckt einen aber auch. Boah, richtig ab. So, das war im Keller, wo Wasser lief. Nein!
Nicht die Mama. Mich genau um. Die Musik gefällt mir nicht. Ah. Wie komme ich denn da hin? Eieiei. Jawohl. Speichert. Okay, alles klar. Ich weiß noch nicht, was unten gewesen wäre. Mach mal Licht an, ich sehe sonst nichts. Aha. Oh, was ist Fahrstuhl? Ist außer Betrieb. Schlüssel finden. Für diese Tür ist ein Schlüssel notwendig. Ja, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Hier steht wieder alles hin. Aber ich muss mal sagen, der Effekt mit der Lampe, das angestrahlt her, geil. Geil gemacht, die Optik mit dem Schatteneffekt. Also das ist ja ein richtig, das Bild sieht geil aus. Ne? Hat was, auf jeden Fall. Alter Verwalter, okay. Das heißt, wir müssen hier rein. Was? Da, Sie können von den oberen Stock... Ja, ja, ja. Ja, jetzt hat einer auf den Boden gepinkelt. Da ist er doch. Ach Mensch. Die Frage ist ja, soll ich noch mal in den Keller? Oder soll ich mir das sparen? Komm, ich bin ja kein Schisser. Wisst ihr was? Ich tue mir das einfach mal an. Ich traue mich zwar gar nicht, aber ich habe mal da unten türkische scheiß Musik haben. Im Keller. Ihr kennt ja die Geschichte, die Tu mir nix, tu dir auch nix. Nimm! Was ist los mit dem Typen? Ich lasse lieber alleine. Nachher hat er noch irgendwelche. So weit ran, so geht dann auch nicht. So, der Typ hat so nicht mal am Dachschaden. Gucken wir uns hier noch mal schnell um. Unter der Treppe ist meistens auch noch was, aber da kommen wir jetzt wahrscheinlich hin. Ne? Gehen wir nach oben. So, Kamera aus. Wollen wir mal gucken, was wir jetzt zu lesen haben mit der geilen Optik hier. Ey. Burnst, Alter, Burnst. Alles klar, das haben wir hier. Der Auszug aus Projekt Paperclip. Projekt Paperclip. Join Intelligence Objectives Agency. Dokument Nummer 8 von 186. Ablage 23886445. Auszug. Ref Gesetz zur Offenlegung von Kriegsverbrechen. Ah, Projekt Paperclip bietet die Möglichkeit, Spezialisten aus dem Ausland für spezielle technische Aufgaben innerhalb der Army, Navy und der Air Force heranzuziehen. B. Projekt 63 ist in erster Linie ein Verbindungsprogramm mit großem Nutzen. Ziel des Programms ist, bestimmte herausragende deutsche und österreichische Spezialisten in den Vereinigten Staaten zu beschäftigen und dadurch zu verhindern, dass sie für potenzielle Gegner arbeiten. Okay. Ist ja heutzutage, ist das normal, dass man als einer, der irgendwo sässig ist, also Haus, Eigentumswohnung oder Miete wohnt, in einem fremden Land arbeitet, weil es da einfach die besseren Jobmöglichkeiten gibt. Ist das völlig normal? Hier bin ich ja gerade noch gar nicht gewesen. Ich bin noch nicht mal die Treppe hochgegangen. Ach doch, sicher, hier bin ich ja.
Bin ich ja her. Oh, dieses, ich stelle mich in die Ecke. Alter, diese Sounds, ne? Der Geräusch in der Maschine. Okay, das Geräusch in der Maschine ist wie das Geräusch in meinem Kopf, wenn der Warrider erscheint. Ich blinzele und sehe atmosphärische Störungen und etwas anderes. Etwas Glattes und Dunkles. Oh, Schatz. Das hinter meinen Augen. Gliedern auftaucht, mich mit Organen anstarrt, die ich mir die hätte vorstellen können, nie hätte vorstellen, aber das Geräusch stammt auch aus der Maschine. Es kommt von hinten, der Wand, ich kenne es. Okay. Er ist schlauer als ich, wenn er es kennt, ich kenne es nicht. Okay, hier sind wir reingekommen, jetzt hier wieder raus. Eine Spinde, ja, hier rüber jetzt. So. So, voll. Super, super gesprungen, Alter. Oh, folge dem Blut. Ja, sag mal, oh, guck mal hier, die Kerzen. Geil gemacht mit der Kerze. Nur da ist sie nicht irgendwie richtig Flamme über den Docht. Ne? Das ist wahrscheinlich so ein Programmierfehler. Da auch. Aber die mittlere, das scheint wohl so zu stimmen. Oh, das ist ziemlich weit unten. Okay. So. Agumba, Ayumba, Baum, 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 Baum. Was steht denn da? Elevator. Ich hätte gern ein Auto namens Eleanor. So, was ist hier? Da ist, lass mich raten. Habe ich schon vergessen, ja? So, da habe ich den Heini gesehen gerade, also muss ich hier lang. Okay, wechseln wir jetzt mal die Batterie. Heilalala. Eine von 10. Scheiße. Was? Bringe mal aus das zum Schießen. Nee, brauche ich nicht. Schreibtisch? Versteck? Oh, guck mal, was? Was? In der Ecke liegt eine Batterie, wie muss man da drauf kommen? Ich hätte es jetzt nicht gesehen, wenn ich nicht auf das Blinken geguckt. Okay. Man kann hier rüber springen. Für den Wäscheschacht werden 3 Sicherungen benötigt. Hängt der Schlüssel an dem Finger? Wie, hä? Wer hat da denn eine kreative Art und Weise an den Tag gelegt? Was haben wir hier? Vielleicht müssen wir da irgendwelche Sachen, die wir einlegen können, damit wir das hier benutzen können. Hm, ja, wahrscheinlich. Okay. Okay. Hm, ja. Was haben wir hier? ALX, okay, wahrscheinlich ein alter Karton, ein alter schmodderiger Karton. Ja. Okay. Die Wand sieht mir nicht sehr stabil aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Gesagt, das war eine Batterie gewesen. Okay. Was ist das denn da hinten? Gerade mal des Drachenkaisers, du bleibst ja sitzen, ne? Du scheinst schon tot zu sein. Oh, hier gehen Batterien drauf. Eieiei. Pry for Revelation. Was die Matratze nicht abfackelt, ne?
Und bleibst da drinnen. Gibt's doch nicht. Lauf, Willi. Willi, hier lang. Da war noch irgendwo Spinte. Mama. Willi, schon wieder. Ich glaube, ich sollte ausmachen, weil das Piep könnte eventuell hören. Scheiße, wo muss ich da ausgerechnet wieder rennen, ey? Und in der Bude war auch einer drin. Wie komme ich denn da hinten rüber jetzt? Okay, ich bleib da drin. Der ist noch da! Der ist noch da! Wir sehen ihn noch nicht. Ich muss warten, bis der weg ist. Oder ich muss gleich einfach rennen, aber ich bin in dem Raum noch nicht drin gewesen, wo auch einer drin steht. Ich weiß nicht, ob der gleich auch auf uns auch drauf zuläuft. Alleine ausprobieren und dann werden wir was wissen, oder was? Ja! Ich habe. Also sonst. Ja, genau! Wo geht's denn lang? Lauf mir doch die ganze Zeit hinterher! Andreas! Jetzt rennt er wieder zurück. Eieiei. Was ist denn hier? Den Raum habe ich gerade noch nicht gesehen. Drive in the Nails. Boah. Alter, da war mal knapp, dass er uns jetzt nicht gesehen hat. Yikes. Kommst du zurück oder bleibst du jetzt hinten? Gut, dass ich jetzt keine Camper kriege wie bei Dead by Daylight, ey. Boah. Das ist eins der Spiele jetzt, also der Hauptspiel auf meinem Kanal. Was? Gänsehaut fucking pur, Alter. Okay, ich denke, der Kunde ist jetzt weg. Oh, okay. Ich dachte, das wäre eine Batterie gewesen. Ach, da hätte ich. Okay. Ja, aber es wäre eine Falle gewesen. Hier wäre ich ja nicht wieder rausgekommen.
Du gehst mir doch auf die Nüsse. Wie komme ich denn da jetzt weg? Ja, ich hätte jetzt den Schrank da vorstellen können, aber es hätte auch nicht viel gebracht. Das hätte ich normalerweise abhauen sollen. Aber der ist ja so. Jetzt gibt's auch keine Tür mehr. Aber der ist gerade wieder, der ist gerade nochmal reingekommen. Kommt der jetzt nochmal wieder oder nicht? Steht er da hinten um die Ecke, ey. Ja. Das heißt, du musst eigentlich nur laufen. Du musst eigentlich jetzt nur laufen. Ich habe aber keinen Bock, mich schlagen zu lassen. Weglaufen und verstecken. Ja, ganz toll. Aber ich weiß nicht den Weg noch. Warte mal, vielleicht kommt er hier gleich vorbei. Da kann ich da dran vorbeizischen. Man merkt, wie der Herzschlag weniger wird von dem Heinz. Willst du nicht rennen? Ah, da wusste. Was ist denn?